Diese, das ist relativ egal, ob off oder online. Im Marketing- und Vertriebsprozess gibt es die 3-30-3-30er-Regel. Ja, die hat der kleine Thomas erfunden von Klein Marketing Consulting. Und die bedeutet, dass du 3 Sekunden Zeit bekommst in der Kaltakquise oder im Erstkontakt, egal offline oder online, egal auf deiner Webseite oder auf Telefonakquise oder sonst wo. 3 Sekunden hast du Zeit, um den Kunden davon zu überzeugen, dass es ihm weitere 30 Sekunden wert ist, Zeit mit deiner Webseite oder mit dir am Telefon oder wo auch immer zu verbringen. Die weiteren 30 Sekunden hast du Zeit, ihn davon zu überzeugen, dass es wert ist, weitere 3 Minuten mit ihm zu verbringen, ja, dass du sozusagen nächste Stufe der Akquise, Timeframe, und in diesen 3 Minuten hast du Zeit, ihn davon zu überzeugen, mit dir weitere 30 Minuten zu verbringen im Vertrieb- und Marketing-Funnel. Ja, sei es jetzt dann wahrscheinlich in der Regel, ist es dann meistens entweder weiterführendes Telefonat oder eben Teams-Call oder Zoom-Call oder Google Meet oder ähnliches. Und ich mache deswegen dieses Video deswegen, weil ich halt einfach viele Webseiten sehe von Techies, ja, letztendlich Techies, Entwicklern und so weiter, IT-Experten, Beratern und so weiter, die halt letztendlich eine Webseite haben, die, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem mobilen Endgerät, und 80% aller Erstkontakte auf die Webseite sind normalerweise mittlerweile mobil, egal wo du Werbung schaltest oder auch Content-Werbung machst, dass du letztendlich dann auf deine Webseite guckst und letztendlich keine der 3 der 3 wichtigsten Punkte eben dort, oder nur einer oder nicht alle 3 auf jeden Fall kommuniziert werden. Und das sind letztendlich: What's in it for me? Also, welches Problem löst du? Ja. Das heißt, ich bin intrinsisch motiviert, komme auf deine Webseite, ja, über eine Werbeanzeige oder über Telefonakquise oder was auch immer oder Google-Suche. Da muss ich sofort als erstes erkennen, bist du derjenige, der mein Problem lösen kann. Ja? Dann das zweite ist das Werteversprechen, wie löse ich das Problem? Und das dritte ist Proof, Social Proof, ja? Irgendwie eine Referenz und eine Bewertung. Und das alles insgesamt above the fold, das heißt also at one glance, ja, sagen die Engländer, also auf einen Blick muss ich das Ganze erkennbar sein. Ja? Und bevor ich überhaupt irgendwo rumscrollen oder klicken oder anders irgendwo hin muss. Und das ist sowas alles Entscheidende. Denn dadurch erhöhe ich massiv die Conversion-Rate und letztendlich häufig liegt es auch daran, mitunter auch andere Sachen. Aber das ist einer von vielen, vielen wichtigen Bausteinen, um eben dein Vertrieb und Marketing zu optimieren. Und am Ende letztendlich der Closer, der dann die Verkäufe macht, also abschließt und wo der Return Best dann kommt, ja, der ist letztendlich ja nur sozusagen das Anhängsel dann nur noch, ja, sozusagen der letzte, die letzte Meile, ja, die letzten 5%, die letzten 10%. Und vieles hängt eben davon ab, was davor passiert, was die Performance des Closers, also derjenige, der die Abschlüsse macht, also der letztendlich verkauft.